schon eine große Parallele quasi ja zwischen so der handwerklichen Verfertigung eines großen Schiffes und so einem Theater grundsätzlich. Deswegen ist das auch ein tolles Stück. Die Parallele zwischen der Werft und dem Theater ist einfach, viele, viele Menschen tun gemeinsam etwas, was am Ende so riesig ist und so groß und irgendwie so beeindruckend, dass Leute, die das sehen, gar nicht glauben, dass das von Menschenhand im wahrsten Sinne des Wortes oder von Menschengeist beim Theater erschaffen worden ist. He takes to his bed when he leaves on his head and he's passed on his tools to his son. Till the ship left the key, only now is he free and the days of his labor are done. Aber ich glaube, diese Art von Gemeinsamkeit, die da in dem Stück beschrieben wird, die gibt es am Theater natürlich nur partiell. Was für mich der entscheidende Punkt ist, ist, dass es bei diesem Stück darum geht, welchen Wert die Gesellschaft dieser Arbeit beimisst. Und ich finde, da gibt es eine große Parallelität, weil schlicht und ergreifend im England der 1980er ja die Gesellschaft und insbesondere die Politik dieser Art von Arbeit und dieser Art von Lebensrealität keinen Wert mehr beigemessen hat, weil ausschließlich nach Kosten gefragt wurde und nicht nach Wert. So hart das auch klingen mag, aber das Schiff, so wie es da liegt, ist wertlos. Wertlos? Und das ist ja eine Debatte, die wir als Künstlerinnen und Künstler, insbesondere an Theatern, immer wieder erleben. Was hat die Staatssekretärin gesagt? Dass wir entbehrlich sind. Ihr habt es gehört! Entbehrlich! Die glauben, sie brauchen uns nicht. Aber vielleicht ist das ganz anders. Vielleicht brauchen wir sie nicht. Es gibt in eigentlichem dramaturgischen Sinne keine Hauptfigur, finde ich. Alle sind gleich wichtig und alle sind sie irgendwie auch Sting. Alle repräsentieren Teil der Lebensgeschichte von Sting. It's all there in the Gospels. The Magdalene girl comes to pay her respects, but her mind is a verb. Meine Rolle, was den als Typen ausmacht, das ist für mich ein stiller Arbeiter, der auch einen Lebenssinn darin sieht, in der Arbeit, die er tut. Wir bauen unser Schiff zu Ende und wir zeigen der Welt, dass wir nicht entbehrlich sind. Es ist unser Schiff! Wir haben es gebaut! Ich glaube, der ist guter, gläubiger Christ in stillem und oft haderndem Zwiegespräch mit seinem Gott. Und Glaube ist eigentlich zufrieden, wenn es so sein könnte, wie es war. Bleibt es aber nicht. Ich glaube, Peggy ist eigentlich ziemlich bodenständig, liebt ihren Mann sehr und weiß, wie krank er ist. Und, wie Männer manchmal so sind, die reden nicht gerne über Ängste und Krankheiten. Und das weiß sie auch. Das hier ist unsere Werft, unser Streik, unser Protest. Und wir sind Arbeitnehmer, die ihre Rechte in Anspruch nehmen. Ja, ich habe tatsächlich mir zeitdokumentarische Sachen angeschaut. Es gibt Aufnahmen von Gewerkschaftsvertretern, Reden von Gewerkschaftsvertretern. Ich habe die Biografie Broken Music von Sting gelesen, die sehr viel erklärt von dieser Stadt. Dann habe ich in der Tat mich auch sehr, weil die Familie meines Vaters kommt aus Belfast, mit Schiffbau in Irland, Nordirland befasst. Titanic, großes Thema, wurde in Belfast gebaut. Und ich habe mich mit der Sprache befasst, weil die Sprache regional im Nordosten Englands eben ein anderes Englisch ist. Man merkt, dass diese Musik auf diesen Slang geschrieben ist. Sie klingt anders. In the past we've turned plowshares to sabers. And we'll do it again for your dad. Die Standardfrage an Regisseurinnen und Regisseure ist ja immer, was hat dieses Stück eigentlich mit uns und unserer Welt zu tun oder unserer Gesellschaft?
Die Antwort ist in diesem Fall nicht ganz so leicht. Ist mein Leben eine kontinuierliche, kontrollierbare Abfolge von Ereignissen oder ist das alles chaotisch und ich muss gucken, wie ich am besten klarkomme? Und dieses Thema, das bewegt ja jeden Menschen zutiefst und deswegen ist das, wie viele Stücke, ein Stück für jede Zeit und für jeden Menschen.